Yo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Pitch Black, meine lieben Zuschauer. Im letzten Part haben wir endlich die Elektrolith-Höhle so gut wie hinter uns gebracht und jetzt stehen wir vor N. Danach dürften wir raus können und ich möchte ein paar Veränderungen machen. Und zwar möchte ich Pommersch an die Front setzen, denn ich habe leider schon ein kleines bisschen gespickt. Und ja, dachte mir, Pommersch aus dem Ofen raus. Ja, jetzt überlege ich gerade, ich habe den, ich brauche noch die Amrena-Bäre. Damit kann ich nämlich dafür sorgen, dass die Paralyse von Chaos weggeht. Und dann beginnen wir doch mal den Kampf. In einer Welt, in der sich zu viele Wertvorstellungen vermischen, herrscht undefinierbares Chaos. Alles ist grau in grau. Das kann ich nicht dulden. Trennt man die Pokémon von den Menschen, so teilt man die Welt damit feinsäuberlich in Schwarz und Weiß. Nur so können die Pokémon auch endlich ihr wahres Potenzial entfalten. Ja, das ist mein Traum. Und dieser Traum muss Realität werden. Sag, Belias, hast du auch einen Traum? Du hast also auch einen Traum. Das ist ganz vortrefflich. Dann lass mich doch bitte mal in einem Kampf herausfinden, wie sehr du diesen Traum verwirklichen möchtest. Alles klar, und dann beginnt der Kampf gegen N. Gegen Enetta. Quasi. Enetta. Ja, wundervoll. Und N beginnt den Kampf mit einem Stolos. Nebenbei bemerkt, hat Stolos eine Vierfachschwäche Kampf. Und ich hoffe doch, dass er keine Bäre ausgerüstet hat, die den Angriff von Kampf schwächt. Das wäre schlecht für mich. So, direkt Armstoß. Nein, er hat nicht so eine Bäre. Mal sehen, wie viel Hits ich durchkriege. Komm schon. Und Stolos geht weg. Das war's mit Stolos. Der erste ist schon mal aus dem Feld. So, was kommt jetzt? Gyarados hat eine Vierfachschwäche Elektro. Da werden wir selbstverständlich auf unser John Orton wechseln. Hoffen, dass der den nicht one-hitten kann. John Orton, du bist dran! Mal aufgepasst. So, jetzt kommt Gyarados. Sehr episches Pokémon. Macht natürlich mit Rohr. Wir haben natürlich speziellen Move hier. Und wir beginnen am besten mit Ladungsstoß. Wie gesagt, vierfach Schwäche. Oh, Erdbeben. Das ist schlecht. Unsere einzigste Schwäche. Komm, das überleben wir. Nein, den Erdbeben, den haben wir nicht überlebt. Oh, den Erdbeben. Sehr gutes Deutsch. Dann würde ich sagen... Das ist schwer. Das ist echt schwer. Probieren wir es doch mal mit Mr. Blaze. Der hat aber auch... Der wird von Erdbeben wahrscheinlich auch verschluckt. Und ich merke, wir müssen ganz dringend noch weiter leveln. Das hat nicht ausgereicht. Sollte aber eigentlich gut abziehen, Psychokinese. Ja, geht. Kann man mit leben, ist jetzt aber nicht gerade so der Burner. Nassschweif. Könnte sein, dass das schon für mich war. Noch nicht ganz. Und wir machen Psychokinese und auch Gyarados ist dann weg vom Feld. So. Dann erhalten wir wieder Erfahrungspunkte. Dann kommt Simsala. Hahaha, wie lustig. Gegen Simsala. Was setze ich gegen Simsala ein? Wo habe ich denn mein Unlicht? Ja, Chaos halt, ne? Dann wechsle ich direkt auf Chaos. Ist ja kein Unlicht an sich, kann aber ein Unlicht-Move. Und ich hoffe, dass ich ihn damit sehr auseinanderreißen kann. Simsala, ey. Das mächtige Pokémon. Simsala kriegt einen Knieisch dazwischen die Augen. Oh nein, Psychoschock. Dürfte eigentlich richtig krass sein, Psychoschock. Komm. Ah, wir haben überlebt und Knirscher. Fast One-Hits. Jetzt ist so die Frage, sollen wir... Jetzt kommt es echt auf Gefühlswippe auch drauf an. Fluchtwert steigt. Angriff sinkt. Also wir sollten jetzt definitiv gucken. Nein, er wird ein Item einsetzen. Er wird ein Item einsetzen. Nein, wird er nicht. Meine Güte, ich dachte echt, dass er ein Item einsetzt. Wir überleben es nicht. Das ist das Ende. Wir haben es überlebt. Und Knirscher. Yo, und Simsala ist weg. Boah, das ist ein knapper Kampf. Also ich muss dringend leveln. Also ich werde bis zum nächsten Arenaleiter alle mindestens Level 60 sein. Wenn nicht sogar noch höher, Leute. Snibuna mit Schwäche Feuer zum Beispiel. Werde ich jetzt mal einfach mal machen. Snibuna, das Unlicht. Eis-Pokémon. Unlicht Eis. Sollte eine Vierfachschwäche für... Kampf haben. Versuch's mal mit Armstoß. Sollte eine Vierfachschwäche haben. Oh nein, Aeroast. Nein. Komm, das überlebst du. Pommersche, das überlebst du. Ja, er hat's überlebt.
Und direkt mal Aeroass. Aeroass sage ich direkt mal. Jawoll! Ein Klatscher und es liegt. Level 57. Jawoll. Und dann kommt Voltula. Gegen Voltula brauchen wir einen Bodenmove. Ich meine, dass unser Pommersche auch einen Bodenmove zur Hand hat. Gott, jetzt müssen wir echt aufpassen. Okay. Dampfwalze. Donner. Mist, und es hittet. Das ist das Ende von Pommersche, definitiv. Der überlebt keinen Donner. Das war mir klar. Der überlebt keinen Donner. Was können wir noch gegen ihn einsetzen? Das Pokémon-Team ist ziemlich zerrissen. Ich bin ziemlich durcheinander jetzt. Ich versuch's mit Mr. Blaze. Ich versuch's echt mit Psychokinese jetzt. Ich dürfte schneller sein. Jetzt muss nur noch meine Psychokinese sitzen. Die muss sitzen. Jau! Auf Mr. Blaze ist Verlass! Auf Mr. Blaze ist Verlass! Wir haben den N besiegt! Der Ende ist weg! Warum nur? Schweren Herzens habe ich mich in die Rolle des Trainers begeben und habe doch nur verloren. So werde ich meine Ideale niemals verwirklichen können. Ich verdiene die Freundschaft eines legendären Pokémon nicht. Belias! Es ist nicht mehr weit bis Panaero City. Du hast gute Ohren, Bell. Ich staune, dass du selbst auf diese Entfernung die Stimme von Belias ausmachen konntest. Aber sag mir, Belias, wer ist dieser Trainer da bei dir? Professor Esche, richtig? Sie zwängen die Pokémon nach völlig willkürigen Regeln in irgend so ein Klassifikationssystem, ohne jemals die Beziehung zwischen ihnen und ihren Trainern zu hinterfragen. Und sie glauben tatsächlich so, die Existenz der Pokémon als solche verstehen zu können? Ich kann ihren Pokédex nicht gutheißen. Was denken sie sich nur dabei? Woher stammt nur diese große Abneigung, die du mir entgegenbringst? Die Sache ist eigentlich ganz einfach. Du hast deine Sicht der Dinge und ich hab meine. Keine der beiden Sichtweisen ist repräsentativ für alle. Sollte letztlich nicht jeder für sich selbst entscheiden dürfen, wie man den Pokémon begegnen soll? Das kann ich nicht gelten lassen. Menschen mit ihrer Sicht der Dinge fügen den Pokémon nur Leid zu. Ich kann meine Augen vor solch großem Unrecht nicht einfach verschließen. Sehr, sehr epische Story. Ja, Story. Ist eine geile Story. Ich sehe schon, ich werde ihn nicht so einfach von seiner Meinung abbringen können, aber ich würde mir zumindest wünschen, dass er sich anhört, wie andere über diese Sache denken. Mal sehen, ich will lieber noch zusätzliche Daten sammeln. Um unsere Freundschaft mit den Pokémon weiter zu vertiefen, müssen wir so viel wie möglich über sie in Erfahrung bringen. Alles klar, müssen wir auch. Du, Belias, ich bin doch jetzt die Leibwache von Professor Esche, also werde ich sie begleiten. Alles klar, Bell. Und dann kommt der Kampf. Apropos, wo wir gerade bei Bell und Professor Esche sind, Esche. Ich habe mir übrigens heute die Pokémon Schwarze Edition 2 geholt. Und ja, ich bin beim ersten Arenaleiter und bisher finde ich das Spiel mega geil. Also, ich habe noch nicht viel von der Story gesehen, aber das, was ich gesehen habe, ist saugeil. Ja. Also ich kann es nur empfehlen für die, die es noch nicht gezockt haben. Pokémon Schwarze Edition 2, must have. So, und wir sind natürlich beim Pokémon Center angekommen. Das heißt, im Anfang des nächsten Partes werde ich ein bisschen mehr drauf eingehen, auf die ganzen Pokémon, die wir alle noch benennen müssen. Ich werde auf das Victini eingehen. Ich habe mir dann bis dahin hoffentlich einen Namen überlegt. Und ja, müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Ich möchte jetzt erstmal hier in aller Ruhe erkunden, was es hier gibt. Aha, wer kommt denn da? Wer ist denn das? Oh, hallo, du bist doch Belias. Lass mich mal deinen Pokédex sehen. So, dann schauen wir mal. Du bist bereits 237 Pokémon begegnet. Oh, sogar einem Klick bist du begegnet. Das ist echt nicht von schlechten Eltern. Wo habe ich denn nur meine Manieren? Da habe ich vor lauter Aufregung doch glatt vergessen, mich vorzustellen. Mein Name lautet ebenfalls Esche. Eberhard Esche, um genau zu sein. Wow, wundervoller Name. Ja, du hast ganz richtig gehört. Und die reizende Dame, die dir den Pokédex anvertraut hat, ist mein herzallerliebstes Töchterlein.
Es ist wirklich ein glücklicher Zufall, dass wir uns nun hier persönlich treffen. Sie hat mir schon so viel von dir erzählt. Nun, zur Feier des Tages werde ich deinen Pokédex ein wenig aufrüsten. Der Pokédex von Belias wurde aufgerüstet. Eberhard Esche sagt... Ich habe seinen Namen vorgelesen. Fail! Es gibt Pokémon, die unterschiedliche Formen besitzen, obwohl sie derselben Art angehören. Ups. Fortan kannst du so jetzt jederzeit überprüfen, ob du einer bestimmten Form schon einmal begegnet bist oder nicht. Darüber hinaus habe ich deinen Pokédex auch um eine Suchfunktion erweitert. Guten Tag, Professor Esche, wer ist denn dieser Trainer? Ach, natürlich, entschuldige, Geraldine. Oder Geraldine ist es, Geraldine, sorry. Belias ist mit meiner Tochter befreundet und bereist Einal, um den Pokédex zu vervollständigen. Verstehe, dann wirst du dich mir gewiss bald in meine Arena stellen. Toll, ich kann es kaum noch erwarten. Genau, Belias, das solltest du unbedingt machen. Aber pass auf, in dieser Arena kann der Schuss schon mal nach hinten losgehen. Also, Geraldine, ich muss los. Ich melde mich wieder, wenn ich deine Hilfe benötige oder brauche. Ach, Professor, mein Flugzeug ist eine Frachtmaschine. Ich kann zwar Güter, aber keine Menschen transportieren. Außerdem sind Kanto und Sinnoh auch nicht gerade um die Ecke. Kaum zu fassen, dass du mir diese harten Worte ohne mit der Wimper zu zucken ins Gesicht schleuderst. Menschen sowie Pokémon müssen sich doch gegenseitig helfen. Also dann, ihr Lieben, wir sehen uns. Dieser Professor. Was für ein Schlitzohr. Wie bitte? Harte Worte? Ohne mit der Wimper zu zucken? Jetzt bin ich am Ende wieder an allem schuld, wie? Wie konnte der nur zu einem weltweit angesehenen Pokémon-Professor werden? Wie auch immer, Belias, als Arenaleiterin freue ich mich schon ganz besonders auf deine Herausforderung. Ich habe allerdings zuvor noch eine Kleinigkeit zu erledigen. Als ich vorhin mit meinem Frachtflugzeug über den Turm des Himmels flog, habe ich etwas auf der Turmspitze gesehen. Ich bin mir sicher, dass es ein geschwächtes Pokémon war. Man kann es doch unmöglich einfach dort oben liegen lassen. Ich mache mich umgehend dorthin auf. Du kannst mich begleiten, wenn du willst. Zum Turm des Himmels gelangt man über Route 7. Wunderbar, denn man sollte immer anderen helfen, wenn man kann. Das ist ein weiser Ratschlag. Okay, dann gucken wir uns noch ein bisschen die Stadt an. Eine Stadt vom Winde verweht. Was ist das hier Feines? Kann man da rein? Ja, was ist das? Irgendwie so ein Wachturm oder so. Mal gucken, was hier drin ist. Okay. Willkommen im Panaero City. Oh, wir haben irgendwas erhalten. Hack Attack. Aha, Hack Attack ist gut. Aha. Also hier sind schon ganz interessante Menschen so. Wenn ich mal einen NPC vergessen sollte, der was Tolles, Wichtiges hat, dann schreibt mir das doch einfach in die Kommentare, meine lieben Zuschauer. Ja. Dann geht's hier zur Route. Würde ich sagen, wir gucken, checken unser Team nochmal ganz kurz. Dann schmeißen wir den Raptus an die Front. Und dann gehen wir doch ins Getümmel von der Route und gucken mal, was es zu fangen gibt. Bin ja mal gespannt. Ich weiß es gerade nicht, im Rahmen oben ist es schon angezeigt. Oh, Kecleon. Level 26. Interesting. Very interesting. So. Trugschlag, ganz klar. Ja, wie der die Zunge rausstreckt, der Bruder. Und er setzt Psy-Strahl ein. So, so. Das ist nicht sehr effektiv. Ich werf den Heilball, denn dann ist der Heilball weg. Mal sehen, ob er bleibt. Komm schon, Bruder. Komm schon. Schau mal auf alles. Komm her, Kecleon wurde gefangen. Jetzt müssen wir nur noch gucken, ob Kecleon auch schon einen Namen hat. Farbenspiel. Wunderbar, Kecleon Farbenspiel. Sekunde ganz kurz. Ich gucke, ob Kecleon einen Namen hat. So, da sind wir wieder. Und Kecleon hat keinen Spitznamen, leider. Also wenn einer von euch Kecleon sein will, schreibt es mir doch einfach in die Kommentare. So. Ja, das sind ein paar Trainer. Da möchte ich natürlich nicht mit, jetzt hier Raptus in den Schlacht ziehen. Deswegen setze ich mal, John Orton, Ach komm, tauschen wir mal jetzt den Chaos an die Front. Und auf geht's. Aha.
falle nicht auf ihn herunter. Warum nicht? Ha. Oh, ah, bla bla bla. Ich will kämpfen. Du auch? Cool. Los geht's. Ja, was hat er denn Feines? 3 Pokémon? Branawarz. Ein richtiger Branawarz hat ein übelste Farz. So. Ja. Den müssen wir jetzt platt machen. Wie machen wir den am besten platt? Ich würde fast sagen, wechseln. Und zwar, ich bin ja nicht doof, ne? Auf Mr. Blaze. Pass auf, jetzt macht er so Erdbeben oder so. Da wäre ich ein kleines bisschen angepisst, sagen wir es mal so. Ableitlieb, das geht noch. Das geht noch, das verkraft ich noch. Dann nutzen wir die Gelegenheit, machen einmal Gedankengut, dass wir vielleicht gleich mal ein bisschen sweepen können. Vielleicht. Eventuell. So, Ableitlieb ist okay. So, und dann gucken wir hier mal mit Strauchler durch. Wir gucken durch den Strauchler. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Macht er. Und 57. Cavalanzas, da bleiben wir im Team. Das ist ein, ich meine, irgendwas mit Käfer und so. Käfer und schlag den Geier tot, ich weiß es nicht. Ich mache mal Psychokinese, was nicht gut ist auf Käfer, aber ich mach das einfach mal. Sag ich doch, ist nicht gut auf Käfer. Hat ihn trotzdem fast gesweept. Also, das muss ja einiges heißen, ne? Kreuzschere, scheiße, das killt mich jetzt. Das killt mich. Ich halte keine Kreuzschere aus. Ich wusste es. Mist, hätte ich noch einmal Gedankengut gemacht, dann hätte ich den jetzt gesweept gehabt. Ja gut, dann muss halt Pommersche ran hier so. Das wäre ein guter Sweep geworden, wenn ich ihn einfach jetzt noch ein bisschen so... ein bisschen aufgebaut hätte, so. Pommersche setzt Flammenwurf ein. Sagt mir doch einfach mal in den Kommentaren, welches, bis welchem Level soll ich machen? Soll ich bis 60 machen, 65? Oder soll ich... ja, ich würde sagen 60 oder 65, schreibt es mir in die Kommentare. Was ihr denkt, was ihr wollt, was ihr machen würdet. Es wäre sehr lieb, wenn sehr viele Leute schreiben würden, was besser ist. Denn wenn dann im nächsten Part ich Level 65 bin, weil keiner was geschrieben hat, und dann alle wieder jammern, du bist overlevelt, dann seid ihr selber schuld. Ich habe euch ja vor die Wahl gestellt, ne? Aber bis zum nächsten Part ist noch lange Zeit. Da habe ich lange, lange, lange Zeit zum Powergrinden, weil das ja alles voraufgenommen ist, was ihr hier seht. Seht. Sud. Ne, hoffentlich nicht Sud. Ja, was bekommen wir? Hyperball. Und ein wildes Pokémon. Yo. Ein Rihorn. Wunderbar. Das hat 100 pro Namen. Also Rihorn auf jeden Fall. Bei Rihorn, da ist gar keine Diskussion möglich. Das ist ein Horn und das ist ein Rih und dann ist es ein Rihorn. So, und dann werden wir natürlich auf Rappus wechseln. Aber ich meine, dass der eigentlich fast gar nichts abziehen kann mit seinem Trugschlag. Das ist ein Gesteins-Pokémon. Grimasse, oh mein Gott! Oh mein Gott! Grimasse. Nee, eigentlich nicht, oh mein Gott. Nee, nee. Oh Gott! Grimasse, oh mein Gott! Grimasse, oh mein Gott! Weiter mit Trugschlag auf Doom! Auf Crazy Doom! Felswurf! Ja, ist wunderbar. Jo, spuck mir doch ein paar Felsen ins Gesicht. Das glaubst du nicht. Du Gesicht. So, Felswurf. Ich wehr ab. Ich mach noch einmal zur Sicherheit, dass er nur noch ein HP hat. So, das ist nicht sehr effektiv. Und Stampfer. Mach mal Stampfi. Stampfi Mampfi. So, Beutel. Bälle. Hyperball. Ich hätte auch den Timerball wasten können. Dann wäre der wenigstens weg gewesen. Sagen wir es einfach mal so. Wunderbar. Und in der nächsten Stadt wird es auch natürlich dann den nächsten Arenaleiter geben. Ich freue mich echt auf den Arenaleiter. Also bis zum Arenaleiter. Ich werde jetzt nicht bis zum nächsten Part schon aufgelevelt sein, sondern ich möchte das immer so stückchenweise machen. Bis zum nächsten Arenaleiter bin ich definitiv 60 oder 65. Das ist eure Entscheidung. Und da kommt wieder ein Trainer. Wird wahrscheinlich der letzte Trainer in diesem Part sein. So viel haben wir eigentlich gar nicht gemacht. Aber was will man dazu sagen? Wir haben ein paar Pokémon gefangen. Wir haben N besiegt. Und hoffentlich auch dieses Castellied gleich. Dürfte ein Boden-Pokémon sein. Könnte ich zum Beispiel mit Blizzard pointen.
Blizzard Step ist, das Viech dürfte physische Verteidigung haben, wenn überhaupt. Ach, Robustheit und hat nicht mal Schwäche. Hatte nicht mal Schwäche. Gefühlswippe natürlich. Der Gefühlswippe ist meiner Meinung nach eins der coolsten, lustigsten. Aha, Verteidigung steigt. Ich mache nochmal Blizzard. Wieso mache ich denn eigentlich jetzt nochmal Blizzard? Naja. Oh, sehr effektiv. Killt mich aber nicht annähernd. Spezialangriff von Chaos steigt. Chaos und Verteidigung sinkt. Finde ich gut. Da kann ich nämlich hier... Ach, klar. Ich sag Spezialverteidigung steigt und dann mache ich Eiszahn. Einen physischen Move. Billy, du bist so schlau wie eine Mauer, Billy. Wie Cheater. Jetzt kommen die Cheater, Leute. Ich mache natürlich Eiszahn, weil Blizzard ist mir ein bisschen zu gefährlich mit Treffergenauigkeit. Und Eiszahn sorgt für einen One-Hit-KO. Und Chaos hält auf 57. Wunderbar. Wir besiegen Teenager Dietrich. Ja, Leute, ihr wisst, was jetzt kommt. Das war's für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge, die hoffentlich bald kommt. Ich bin Belias LP. Ciao, ciao!